dass ich heute mal im mitgliederstärksten Kreisverband unseres Landes sprechen darf, unseres Landesverbandes. Wir haben, wie Herr Derlin sagte, noch einiges vor uns. Ich will es kurz machen. Es heißt ja immer, man darf über alles sprechen, nur nicht über 5 Minuten. Etwas länger wird es wahrscheinlich schon werden, aber ich hoffe, ich konnte beim Thema Ihren Geschmack treffen. Ich wollte mich ein bisschen mit Sprache beschäftigen. Haben Sie sich schon mal überlegt, welche Funktion Sprache in unserem Leben hat? Außer, dass man bei Talkshows heiße oder laue Luft verbreitet. Sprache ist ja etwas Ureigenes. Wir sagen Muttersprache. Es ist also etwas, was wir von ganz früh mitnehmen, mit dem wir sozialisiert werden, durch das wir uns auch ausdrücken als Person, als Mensch. Heinrich von Kleist spricht davon, dass sich die Gedanken im Gespräch verfertigen. Das heißt, die Sprache dient dazu, im Gespräch mit Freunden ein Gedankengebäude zu errichten. Und natürlich errichtet man ein Gedankengebäude nicht einfach um seiner selbst willen, sondern man möchte, dass es Form annimmt. Und da sind wir langsam schon beim Thema. Wir alle erinnern uns sicherlich an Spaziergänge im Winter, nachts im Wald oder im Feld, wenn man über sich den blauschwarzen Winterhimmel hat, in dessen Tiefe die Sterne funkeln, und man geht über den gefrorenen Schnee und der knirscht unter den Tritten. Man hat eine Dampfwolke vor dem Gesicht und man ist ein bisschen durchfroren und müde und wünscht sich, dass man jetzt auch bald nach Hause ins Warme kommt, ins Kuschelige. Und wenn man dann den Dorfrand oder den Ortsrand erreicht und man sieht die ersten Häuser mit ihrem Licht, dann weiß man, jetzt bin ich bald zu Hause, jetzt kann ich mich aufwärmen und es wird ein schöner weiterer Abend. Solche Gefühle hatte ich, als ich letztes Jahr in das Schaufenster eines Dekorateurs schaute, der eine schöne, kuschelige Winterlandschaft dekoriert hatte, auch mit einem schön erleuchteten Häuschen. Dann schaute ich mir das genauer an und da stand drauf Home. Und dann habe ich gedacht, irgendwie war da dieses Gefühl, diese Assoziation, die sich eingestellt hat, zerstört. Und ich glaube, das war jetzt sehr sinnfällig und auch sehr drastisch, dieses Beispiel. Wir werden doch im täglichen Leben, gerade wenn wir kaufen oder bestellen oder so, sehr stark mit Fremdsprachen, gerade mit Anglizismen, überschüttet und verlieren dadurch eigentlich den Bezug zu unserer Sprache und zu uns selbst. Das könnte man sicherlich noch hinnehmen, aber was hat Sprache mit Meinungsfreiheit zu tun? Dient die Sprache nicht auch dazu, uns politisch im gesellschaftlichen Umkreis zu entwickeln und uns mit der Sprache ein Fundament zu erarbeiten, das dann später in der Gemeinschaft mit dem Volk eine Form annehmen soll? Ich habe jetzt bewusst den Begriff Volk gewählt, weil der ja heutzutage schon langsam ein bisschen anrüchig ist, obwohl das Volk noch im Grundgesetz stattfindet. In Rheinland-Pfalz oder ist Nordrhein-Westfalen, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, vereidigen sich die Abgeordneten nicht mehr auf das Volk in Nordrhein-Westfalen, sondern auf das Land Nordrhein-Westfalen. Und da hatte ich ein bisschen so eine Erinnerung an Zeiten, wo wir auch vielleicht nicht auf ein Land, aber auf eine Person uns haben vereidigen lassen. Das fand ich eigentlich ein bisschen bedenklich. Es gibt aber in unserem Umgang miteinander mit der Sprache etwas, das sich politische Korrektheit nennt, die Political Correctness, die auch unser politisches Leben wie ein Mehltau überzieht, was unseren Umgang miteinander vergiftet, weil wir uns als Persönlichkeit überhaupt nicht mehr ausdrücken können, weil uns bestimmte Begriffe genommen sind. Und natürlich hat das auch einen Sinn, denn wenn bestimmte Begriffe nicht mehr benutzt werden können, kann man auch bestimmte Dinge nicht mehr denken und nicht mehr sagen. Und dann ist man im wahrsten Sinne des Wortes mundtot gemacht. Und ganz schlimm wird es, wenn die Regierung, die von unseren Steuergeldern bezahlt wird, Stasi-Agenten, ehemalige Stasi-Agenten einsetzt, um im Internet zu durchforsten und zu kontrollieren,
wer denn hier vielleicht etwas gesagt hat, was nicht korrekt ist. Wobei wir uns ausdrücklich nicht in einem Bereich bewegen, wo Worte gesetzlich oder so verboten sind, sondern man kann noch nicht mal sagen im Vorgesetzlichen, sondern eigentlich im Ungesetzlichen, im ungesetzten Raum. Sigmar Gabriel hat vor einiger Zeit gesagt, er wäre der Meinung, die AfD gehörte nicht ins Fernsehen, sondern in den Verfassungsschutzbericht. Das hat auch etwas mit Sprache zu tun, denn das Bundesverfassungsgericht hat 2010 festgestellt, dass der Begriff rechtsextrem, und das ist ja das Zauberwort, mit dem man in den Verfassungsschutzbericht kommt, eigentlich, ich sage das in meinen Worten, ein Nullum ist, das mit Inhalt gefüllt werden muss. Und wie füllt man das eben mit Inhalt? Im gesellschaftspolitischen Diskurs. Der darf aber nicht stattfinden, weil ja von vornherein schon bestimmt ist, was rechtsextrem ist. Und wenn ich mir unsere Positionen angucke, die wir vertreten, das sind alles althergebrachte Werte, Familie, Ehrlichkeit, ordnungsgemäßes Wirtschaften, Treue im Umgang miteinander, aber auch mit anvertrauten Gütern, dann kann ich darin ehrlich gesagt nichts Verfassungswidriges erkennen. Verfassungswidrig ist es allerdings, wenn die Gewaltenteilung nicht mehr stattfindet, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, spricht der Herr Gabriel jetzt als SPD-Kämpfer oder spricht er als Vertreter unseres Staates, als Vizekanzler oder was auch immer. Und wo diese Trennung durchbrochen ist und die findet in vielen Bereichen unseres Lebens statt, als Partei, zum Beispiel indem bestellte Räumlichkeiten kurzfristig abgesagt werden, weil der Gastwirt unter Druck gesetzt wird, wo die öffentliche Hand uns Räumlichkeiten verweigert und so weiter, da haben die Altparteien den Staat usurpiert und das steht ihnen eigentlich überhaupt nicht zu. Da ist diese Trennung durchbrochen, da kann demokratisches Leben nicht mehr stattfinden. Wir alle kennen das Wort, hüte deine Gedanken, denn sie werden Worte, und hüte deine Worte, denn sie werden Taten. Von uns erwartet man, dass wir uns sogar bestimmter Begriffe nicht mehr bedienen, die vollkommen normal und gesund sind, die dazu dienen, dass wir uns für unser Volk einen Lebensraum schaffen, während andere Leute Worte einsetzen, um Gewalt auszuüben. Mir fällt da konkret der Vorfall ein, wo vor einigen Monaten Herr Stegner dazu aufgerufen hat, mit aller Gewalt gegen die AfD und ihre Funktionäre vorzugehen. Einige Tage später waren die Scheiben unserer Geschäftsstelle in Kiel zerstört. Und das ist doch sehr bedenklich, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass der Staat mit unseren Steuermitteln, die auch wir als Bürger erwirtschaftet haben, 100 Millionen zum Kampf gegen rechts einsetzt, was überhaupt nicht seine Aufgabe ist. Demnächst sind 150 Millionen geplant. Und ich möchte Sie deshalb ausdrücklich ermuntern, sich für unsere Sprache einzusetzen, für die Ziele in unserer Partei, sich keinen Maulkorb umhängen zu lassen. Denn wer die Sprache hat, hat die Macht. Und die sollten wir uns nicht nehmen lassen, auch nicht von politischer Korrektheit, nicht von den Altparteien, von der Kanzlerin oder wem auch immer. Wir sind wir. Vielen Dank. Applaus